kein Link mehr. Weil der hier nämlich ein eigenes Programm braucht, ja. Der muss nämlich 1, 2, 3, 4. So. Echt jetzt? Dieses Rumgeschiebe nervt. So, dann klappt das. Dann nehmen wir die hier raus. So, gucken wir mal, was passiert. Ja, der tut ja noch nichts weiter. Das heißt, soweit funktioniert das schon mal. Also er sortiert jetzt Hähnchen tut er in den Ofen und auf den Grill. Tomate tut er auf den Grill. Dann bräuchte ich tatsächlich noch einen Bot, der... Ja, hier unten sollte er dann eigentlich ein Bot sein, der das alles rausnimmt und irgendwo hin tut und ablegt oder so. Der Bot hier... Ja, das ist wieder die Sache. Ich bräuchte quasi... Ich hätte gern ein Conveyor-Belt, was mir hier unten was hinschiebt. Aber es geht nicht, weil der Aufbau, den ich hier gemacht habe, der ist kacke. Ich hätte es um 90 Grad drehen müssen, weil ich kann breiter bauen als hoch. 3, 4, 5, 6. 6 Felder in der Höhe habe ich. Und hier habe ich 4 Felder belegt. Ja, das war doof. Müssen wir eigentlich alles um 90 Grad drehen. Das wäre auch schön an diesem Spiel, wenn man Bereich markieren könnte und einfach drehen könnte. Sprich, Bereich markieren, drehen, anklicken, fertig. Nee, geht leider nicht. Gut, versuchen wir erstmal den Ofen fertig zu kriegen. Wir haben Hähnchen im Ofen und uns fehlen noch 2 Zutaten im Ofen. Klar, wir könnten die Pfanne einen nach oben schieben, aber das Problem ist, wenn ich hier unten Conveyor-Belts hinbaue, ist nur der Roboter der einzige, der da rankommt. Das heißt, der Roboter müsste tatsächlich Zutaten holen. Und zwar dieses komische Wasser. Später brauche ich noch Zwiebeln für die Pfanne. Wobei, ja, Zwiebeln für die Pfanne, da kann ich tatsächlich hier einen Bot hinsetzen. Ja gut, der kann da eine Zwiebel reinlegen, aber, ja. Wow. Der Bot hat ja sehr weitreichende Aufgaben. Er nimmt eine Zwiebel, dreht sich um und tut sie da rein und wartet dann. Und kehrt zwischendurch wieder zum Anfang zurück. So. Wow. Die Zwiebel ist in der Pfanne. Ich brauche noch pürierte Tomaten in der Pfanne. Das heißt, der Roboter hier... Ah ja, der hat die pürierten Tomaten schon in die Pfanne getan. Ich guck mal, ich drück erstmal Play. So. Spulen wir langsam vor. Tomaten rein. Und dann macht der Roboter nichts mehr, weil er wieder von Anfang anfängt. So, das heißt, im Ofen haben wir erst das Hähnchen. Da fehlen noch 2 Bestandteile. Die müsste der Roboter da auch mit reinschmeißen. Was haben wir auf der Pfanne? Pfanne haben wir... Wasser müsste da auch noch mit rein. Das heißt, okay. Nachdem der Roboter das hier gemacht hat, geht er einmal rüber, nimmt sich Wasser, tut das in die Pfanne, nimmt sich nochmal Wasser und tut das auf den Grill. Und dann sind wir schon bei 50. Yay! Wow, 50 Schritte haben wir schon. So. Dann fangen ja alle wieder von vorn an. Das heißt, wir haben jetzt, ja, das vom Grill fehlt jetzt in der Pfanne. Huh, in die Pfanne müsste ich noch Zitrone mit rein, in den Grill muss noch Moment, ich bereite ja jetzt das erste Grillgericht zu. So. Da fehlt jetzt noch... Ja. Ich muss es wirklich so machen, dass ich ein Conveyor-Belt für den Grill und ein Conveyor-Belt für die Pfanne habe. Es geht nicht anders. Du kommst weg. Du kommst auch erstmal weg. Du kommst auch erstmal weg. Und du weg. Und du weg.
Der Roboter muss das auf zwei Conveyor Belts verteilen. Nämlich einmal Grill und einmal Pfanne. Das ist deutlich einfacher. So. Das Problem ist nur... Der zweite Conveyor-Belt ist unten, den brauchen wir also nicht. So. Der Roboter muss... Am Ende dieses Conveyor-Belts packen wir den Grill. Nein, das nicht. Das war nicht der Grill, das war der Grill. Ihr merkt schon, es ist sehr kompliziert. Das Programm von dem können wir jetzt wieder komplett in die Tonne treten. So. Am Anfang warten. Ne, machen wir mal an, du. Es ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Und ich weiß nicht, warum ich das hier quasi live on air mache, wenn es 100 Folgen dauert. Ich würde sagen, hier wird zwischendurch mal irgendwie der ein oder andere Schnitt gesetzt jetzt gleich. Ich würde sagen, jetzt gleich setze ich einen Schnitt und dann nach dem Schnitt seht ihr, wie ich das meisterhaft gelöst habe, weil das hier nämlich ewig dauern kann. Ich würde sagen, ja. Dann bis gleich. 6,5 Stunden später. So, da sind wir wieder nach einem etwas längeren Schnitt. Ich habe jetzt eine Viertelstunde gebraucht. Und zwar folgendes. Ich habe zwei Roboter programmiert, das alles zu machen. Der obere hier bereitet hier so ein paar Zutaten zu. Es ließe sich optimieren, indem der obere hier zusätzlich noch ein paar Zutaten von hier unten bekommt, die er dann quasi hier oben, die ich hier oben platzieren könnte, die der dann hier entsprechend zum Beispiel in die Pfanne schmeißt, weil der Roboter hier unten tut zum Beispiel ganz zuletzt dieses Wasser ohne Wellen in die Pfanne. Dafür braucht er unheimlich viele Zyklen, weil er einmal komplett wieder von der Pfanne zurücklaufen muss und sich dahin stellen und dann wieder zur Pfanne hin und das da reinschmeißen. Das könnte man hier von oben machen, indem der Roboter hier oben einfach hier quasi, der steht ja zum Ende hier, der könnte ja einfach das da in die Pfanne schmeißen, weil in der Pfanne ist das Wasser das Einzige, was da reinkommt. Aber der Level ist gelöst, auch wenn er total ineffizient gelöst ist. Ich drücke auf, Moment, auf Play. Und ihr dürft euch das ganze Meisterwerk jetzt angucken. Der obere Roboter hat so gut wie nichts zu tun. Er füllt hier hin und wieder mal was nach. Wie ihr seht, zack, Tomate nachgefüllt. Und der untere Roboter macht jetzt den Rest, denn der obere wartet einfach nur. Und zwar ewig. Weil er mischt jetzt hier entsprechend noch das zweite Gericht. Das erste Gericht haben wir fertig. Und wie ihr seht, rennt er zum Hähnchen, tut das dahin. Er rennt zur Zwiebel, rennt dahin, tut die in die Pfanne, rennt wieder zurück, holt wieder das, tut es in die Pfanne, tut das da zur Pfanne und holt jetzt das Wasser. Das könnte der obere Bot auch machen für ihn, dann wäre der schneller. Aber, nö. Ich hatte jetzt keinen Bock, das Ganze noch zu optimieren. Dementsprechend seht ihr, es ist sehr unoptimiert. Es wird wahrscheinlich keinen Preis in seiner Kategorie gewinnen, aber naja gut. Es ging hier eigentlich nur darum, den Level zu lösen. Und meine vorherigen Lösungsvorschläge oder Lösungsansätze, die ich gebracht habe, die waren ein bisschen, naja, ja, mit Conveyor Belts und dies und das und jenem und Ananas und so. Nee, das war dann zu kompliziert. Aber ihr seht, es funktioniert. Es dauert nur unheimlich lang. Alleine da... Also das eine Gericht geht ja schnell. Vor allen Dingen, weil ich den Grill ja doppelt benutzen muss. Also hätte ich eigentlich Roboter machen können. Die hätten dann aber ständig warten müssen, bis der Grill wieder frei ist. Anstatt, dass man zwei Grills hat, wo dann einfach ein Roboter... Oder jeder jeweils ein Roboter für einen Grill da zuständig ist, der den Grill befüllt. Nein. Und wie ihr seht, sind wir jetzt... ja gut. Bei Program Size sind wir mit 344 noch relativ gut aufgestellt im Mittelfeld. Ja, Cycles sind wir total am Ende mit 937 und Bot Area sind wir mit 21 die Besten. Gut, gucken wir mal, was der nächste Level bringt. Moussaka. Ja, super, das klingt ja einfach. Wir müssen, ja, eine Kuh durch einen Fleischwolf drehen, das Hack einmal braten, dann haben wir Hack, dann hacken wir eine, ja, einen großen Gliedersatz. Dann hacken wir Käse, Käse hacken wir zweimal, dann hacken wir Zwiebeln und das alles mischen wir zusammen und dann haben wir im Ofen, ja. Das scheint mal wieder ein etwas leichterer Level zu sein. Rail und Drone, ja, gut, nein. Wir machen es ganz einfach, wir machen es nochmal mit Robotern. Das heißt, Roboter und einmal hier den Fleischwolf.
Nein. Roboter dreht sich nach da. Roboter nimmt einmal, dreht durch den Fleischwolf, dreht und dreht. Geht zum Ursprung zurück und wartet einfach mal, 30. So. Im Fleischwolf liegt dann das, was wir haben wollen. Das Hack müsste dann ein zweiter Roboter hier entsprechend einmal, der guckt nach da. Der wartet, bis das Hack fertig ist, nimmt es einmal, dreht sich um und tut es in die nicht vorhandene Pfanne. So, Pfanne. Einmal rein. Einmal warten. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Das heißt, der Roboter kann dann wieder zurück zum Start und wartet wieder ewig. So. Dann hätten wir die Fleischverarbeitung hier oben schon mal die Kette. Das heißt, wir müssen noch eine Aubergine schneiden. Wir brauchen also hier einmal ein Schneidbrett und einmal einen Roboter und einmal eine Aubergine. So, der Roboter guckt nach da, der macht nichts anderes als eine Aubergine nehmen und zu schneiden. Zurück zum Anfang und warten. Ja, es wird wahnsinnig ineffizient. Aber ich will nur den Level lösen. Dann brauchen wir noch einen Roboter. Hier brauchen wir Käse. Nein. Hier brauchen wir ein Schneidbrett und der Roboter macht nichts anderes. Nein. Einmal drehen und dann einmal Käse nehmen, schneiden. Nehmen, schneiden. Zurück zum Start und warten. Ja, die Roboter könnten noch irgendwas anderes machen, aber nö. Ah, und zu guter Letzt brauchen wir einmal Zwiebeln und ein Bot. Und einmal Schneidwerkzeug. Der Bot guckt nach da, den Bot verlinken wir mit dem Auberginenbot, weil die beide das gleiche tun. Also haben wir schon Zeit gespart. Jetzt brauchen wir hier nur noch einen Bot, der den Scheiß einsammelt und dann entsprechend in den Ofen packt. Zweimal wartet und es abliefert. Das heißt, Conveyorbelt, 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 Ofen und, warum haben wir eigentlich eine Mülltonne? Abliefern. So, Conveyorbelt zeigt nach unten, nach unten, nach unten. So, Pfanne dauert am längsten, das heißt, der Bot startet am besten hier unten. Guckt nach da. Programm. Wartet, bis es geschnitten ist. Zwiebel ist geschnitten, das heißt, nehmen, in den Ofen tun. Einmal nach oben gehen. Nehmen, in den Ofen tun. Einmal nach oben gehen, nehmen, in den Ofen tun. Einmal nach oben gehen, nehmen, in den Ofen tun. Nach unten gehen, aus dem Ofen nehmen und da rein tun. Zurück zum Start. So, 39. Das heißt, die anderen müssen wir ein bisschen verlängern. 7, 8, 9. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und den auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, wenn wir jetzt Play drücken, sollte das alles soweit funktionieren. So, zack. Funktioniert perfekt, würde ich sagen. Genauso wie gedacht. Natürlich könnte man auch so einen Roboter an Rails nehmen, der einfach nur hin und her fährt und das alles in den Ofen schiebt. Aber nö, müssen wir jetzt nicht. Funktioniert ja. Und wie wir sehen, sind wir bei Cycles sind wir relativ hoch. Bei Program Size sind wir mit 214 Top 1. Aber Bot Area haben wir auf 17 gedrückt. Ja, und es ging schnell vor allen Dingen.